Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Ich freue mich, dass ihr auch mal wieder dabei seid. Wir wollen heute gefüllte Zucchinis machen, beziehungsweise ja, gefüllte Zucchinis halb aufgeschnitten und dann im Backofen überbacken. Wir waren ein bisschen einkaufen und haben schon ein bisschen was hier hingelegt. Wir haben uns zwei Bio-Zucchinis besorgt, die sind schon mal abgewaschen. Dann haben wir ein bisschen Basil. Normalerweise gehört da Rauchtofu zu. Den habe ich aber hier nicht mal eben so bekommen, weil ich zu faul war, zum Asia-Supermarkt zu laufen. Wir machen das heute mit Tempeh, eine rote Zwiebel, Solo-Knoblauch. Ich habe vor einer halben Stunde 50 Gramm Cashewkerne im Wasser eingelegt, damit die so ein bisschen Feuchtigkeit ziehen. Das brauchen wir nachher. Das habe ich vorab schon mal getan. So, als erstes müssen wir hier hinten den Knus wegschneiden. Und dann müssen wir die Zucchini einmal aufschneiden. Das machen wir mit der zweiten auch gleich. Und dann muss hier in der Mitte das ausgehöhlt werden. Das mache ich mit einem kleinen Löffel. Und dann höhle ich das hier so ein bisschen aus. Die Zucchinis müssen jetzt mit ein bisschen Olivenöl beträufelt werden, hätte ich beinahe gesagt. Nicht tot gegossen, also eingerieben werden. Hier ist noch ein bisschen was von dem Ausgeschabten drin. Das tue ich jetzt mal eben, innen und außen. Und dann sollen die auf ein Backblech, was schon mal ausgelegt ist mit Backpapier, beziehungsweise wir machen das ja immer mit unserer Barbecue-Folie. Das geht wunderbar und ist halt wiederverwendbar, ist natürlich für die Umwelt auch viel besser. Als nächstes brauchen wir jetzt unseren Tofu, beziehungsweise bei uns jetzt ja den Tempeh. Wenn man Tofu kauft, am besten nimmt man da den geräucherten, weil der hat halt schon wenigstens ein bisschen Eigengeschmack. Wir haben halt jetzt hier Tempeh. Das hat so ein bisschen mehr Struktur, kann man hier jetzt auch schön sehen. Das schmeckt so ein bisschen nussig oder so ein bisschen, ja, nussig und wie so ein bisschen wie Champignons, finde ich. Oder, Schatz? Genau. So, das müssen wir jetzt so ein bisschen klein schneiden. Das tue ich jetzt mal eben und dann muss das gleich in die Pfanne und muss einmal kurz angebraten werden. Ich sympathisiere ja mit einem von diesen Köchen hier aus Hamburg und habe mir eine neue Pfanne gekauft. Premiere! Die Pfanne haben wir ab heute in Gebrauch. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass ich irgendwie von besagten Koch gesponsert werde oder so. Nein, ich habe sie selbst bezahlt. Ich finde nur Pfannen und Messer, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Das kann gar nicht gut genug sein. Und jetzt wollen wir die halt mal ausprobieren. Mal sehen, wie gut die ist. Ihr werdet es ja sehen. Die soll ja schnittfest sein und alles. Also, so, Schluss mit der Werbung, die keine Werbung ist. Ich tue jetzt hier mein Tempeh rein und brate den an. Und während der jetzt hier anfängt, gleich hoffe ich zu braten, kann ich jetzt mal eben schnell meinen Solo-Knoblauch. Und meine rote Zwiebel und ein bisschen Chili klein machen. Wenn man beim Solo-Knoblauch diese beiden Seiten fein wegschneidet, habe ich ja blöderweise jetzt schon getan, dann kann man im Endeffekt einfach so die Hülle abnehmen und kann ihn sofort klein schneiden. Und einfach klein runterschneiden. Richtig klein und fein, ne? Genau. Ich muss jetzt noch mal eben schnell unseren Backofen anmachen, bevor wir weitermachen. 180 Grad Umluft. So, ich schneide noch mal eben schnell eine Chili runter. Wir essen verhältnismäßig scharf oder gerne scharf. Eventuell ist auch nur eine halbe Chili gut und eventuell auch ohne Kerne. Ich glaube, sonst wird das Ganze zu scharf. Dieses Rezept ist mir vor, schätze ich mal, ein Jahr oder so begegnet.
Da habe ich das übernommen. Irgendwo im Netz habe ich das, glaube ich, gefunden. Da ist gar keine Chili mit drin. Das ist jetzt eher so eine Variante von mir. So, jetzt tue ich meine Zwiebeln mit in die Pfanne und röste die auch noch mit an. Ich tue jetzt aber erstmal die Zwiebeln rein. Die haben so einen kleinen Vorsprung, bevor ich da die Chili und den Knoblauch auch noch rein tue, weil wir wollen ja nicht, dass uns der Knoblauch verbrennt. So, Zwiebel ist jetzt soweit, dann können wir ja auch den Chili und den Knoblauch damit hineintun. Dieser Solo-Knoblauch ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen stärker im Geschmack. Ich mag diesen Geschmack aber von dem Solo-Knoblauch ganz gerne, deshalb nehme ich den immer. Man kann natürlich auch jederzeit ganz normalen Knoblauch nehmen. Wir haben, bevor wir angefangen haben, hat meine Frau schon mal mit unserem Reiskocher Reis gekocht. Der ist jetzt schon abgekühlt, den brauchen wir dann auch gleich. Ich habe mir so ein bisschen frischen Basilikum genommen. Den schneide ich jetzt auch noch ein bisschen klein. Nicht zu klein, weil wir wollen ja auch ein bisschen was davon haben. Muss ja nicht gehäckselt werden. Aber ich will da auch keine riesen Lappen drin haben. Ich finde, so ist das ganz geil. Das ist jetzt alles soweit schön angebraten hier, so wie wir das haben wollen. Dann kommt da jetzt 1,5 Esslöffel Tomatenmark und Reis. Und der Reis, genau. Wenn ich dich nicht hätte, Schatz. Echt? Ich glaube, ich habe Alzheimer. So, dann tun wir den Reis da auch mit hinein. Das kann ruhig alles jetzt ein bisschen mit anbraten. Das ist sogar ganz schön. Unsere Masse ist jetzt hier so ein bisschen angebraten. Wir tun da jetzt noch zu 100 Gramm Kidneybohnen, 100 Gramm Mais. Die Kidneybohnen müssen natürlich vorher gespült werden. Und dann tue ich jetzt noch meine Gemüsebrühe dazu. Mein eben gerade noch gehackten Basil. Und dann kommen gleich noch unsere Gewürze da drauf. Ich werde das jetzt erstmal alles hier so ein bisschen vermengen. Sieht richtig gut aus, ne? Ja, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt kommen da eben noch schnell unsere Gewürze drauf. So, etwas Oregano. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich mag das ganz gerne. Tolles Gewürz. Apropos Gewürz. Unsere Gewürze kommen alle von gewürzmaster.de. Schaut doch mal da auf der Seite vorbei. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. So. Dies über die Kamera greifen ist immer scheiße. Ein bisschen Paprika. Und noch ein bisschen Kreuzkümmel. Wenn ihr das euch alles nicht so schnell merken könnt, unten in der Box ist wieder ein Link zur Einkaufsliste. Da ist auch schon das ganze Rezept drunter geschrieben. Im Grunde braucht ihr das dann, könnt ihr das danach auch abarbeiten. So, alles gut vermengen. Und dann sind wir hiermit eigentlich schon mal so die Runde fertig. Obendrauf auf unsere Füllung kommt noch eine zweite Schicht obendrauf. Dafür brauchen wir diese Cashewkerne, die jetzt ja über eine halbe Stunde schon im Wasser gelegen haben. Das gieße ich jetzt mal eben ab. So, die tue ich dann in meinen kleinen Foodprozessor schon mal rein. Dann brauche ich wieder ein bisschen Knoblauch. Gleiches Spiel wie eben. Beiden Seiten abschneiden. Und dann kann man hier den abnehmen. Fertig. Das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Brauchen wir einfach nur so anzufassen. Zack, ab ist er. Wunderbar. Den schneide ich jetzt nochmal eben schnell runter. Hab das jetzt nicht ganz so klein gehackt. Der Druck hat mich noch schnell gebremst. Weil, muss ich ja gar nicht, weil wenn es hier im Foodprozessor drin ist,
brauche ich das ja gar nicht. So, Knobi ist da jetzt auch schon drin. Dann müssen da jetzt ein bisschen Haferflocken rein. So, jetzt tue ich da nochmal eben schnell 80 ml Hafermilch zu. Dazu kann ich nur sagen, ich habe mal ein Video gemacht. Da haben wir erklärt, wie man Hafermilch herstellt. So, dann habe ich hier körnige Haferflocken. Ich nehme immer gerne die körnigen. Sojabohnenpaste. Einen guten Löffel. Wenn ich da mal einen Löffel hätte. Da ist einer. Weg. Weg, genau. Noch einen sauberen Löffel. Sie ist weg. Sie ist weg. So. Und wir brauchen noch etwas Paprika, Salz und Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer haben wir schon. Jetzt noch ein bisschen Salz dazu. Und ein bisschen edelsüßen Paprika. So, ein bisschen edelsüßes Paprika noch dazu. Viel hilft viel. Schnell den Food-Prozessor zu und los geht's. Unsere Surimi-Hälften liegen da und warten gerade darauf, dass sie schön gefüllt werden. Ich habe unsere Füllung hier schon mal fertig gemacht und tue die jetzt hier in die Surimis. Viel zu viel geworden für die Füllung. Macht nichts. Ist ultra lecker. Ich habe schon probiert. Jetzt tun wir mein Topping da oben drauf. Auf meine bisschen schräge Surimi. Und dann kommen die gleich schön in den Backofen. Topping ist drauf, ab im Backofen. Ich tue die mal nicht ganz so weit hoch da rein. So, schon sind sie da drin. Ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Wir müssen gleich mal gucken, wie die halt so, bis die halt schön durch sind. Es sind jetzt ungefähr 16 Minuten vergangen und wir sind fertig. Ich kann die jetzt rausholen. Da liegen nur noch zwei. Zwei habe ich mir schon rausgeholt. Wir sind fertig. Sieht das nicht genial aus? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich schneide das jetzt mal auf. Ich schneide das jetzt hier mal auf, damit ihr sehen könnt, wie das so von innen aussieht. Schön saftig, geniale Füllung, glühend heiß. Ich kann das jetzt nicht probieren, weil dann verbrenne ich mir so dermaßen den Mund. Aber das schmeckt mit, also wir kennen das ja schon, haben das ja schon ein paar Mal gemacht. Das ist sau lecker. Das war unser schnelles Rezept dieses Mal. Ich habe mir überlegt, dass wir nächstes Mal Dorayaki machen wollen. Das sind kleine gefüllte Pfannkuchen, also zwei Pfannkuchen, ganz klein, spezielles Rezept, wie man die auch macht, und die werden dann gefüllt mit einer Mango-Füllung. Also nicht wie die Japaner das machen mit Schokolade, sondern wir machen da eine Mango-Füllung rein, die super lecker ist und eigentlich ganz einfach zu machen ist. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns einen Daumen da. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Wir freuen uns immer über Kommentare. Und ich sage tschüss. Thank you. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.